Hallo Aktienfreunde, heute geht's weiter mit meinen 7 Spieldepots. Allerdings gibt's heute kein Monatsupdate, sondern das erste Jahresupdate. Gleich erfahrt ihr also, wie sich die Depots ein Jahr nach dem Start entwickelt haben. Zuvor aber noch der Hinweis: Das Ganze ist nur ein Spaßprojekt und keine Anlageberatung. Das Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt beginne ich also mit den ersten 4 Depots und im nächsten Video sind dann noch die 3 anderen Depots an der Reihe. Und dazu wechsle ich jetzt in die Software Portfolio Performance und beginnen wir mit dem Loser Depot. Und hier seht ihr erstmal alle Aktien des Loser Depots im Überblick. Und dann wechseln wir auch gleich in die Performance. Also wie hat denn das Loser Depot vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021 abgeschnitten? Und das sehen wir hier oben. Also das Loser Depot hat 12 Monate nach dem Start eine Performance vorzuweisen von 45,3% circa. Also durchaus eine ganz gute Performance, würde ich sagen. Und welche Aktien haben am besten und am schlechtesten abgeschnitten? Also am besten im User Depot 12 Monate nach dem Start. Das ist zum einen Tanger Factory Outlet, das ist die beste Aktie hier. Und zwar mit 168% Kursplus fast. Dann an zweiter Stelle ist General Electric mit einem Plus von ca. 115%. Und die drittbeste Aktie im User Depot, das ist Daimler mit einem Plus von 101%. Dann die drei schlechtesten Aktien, am schlechtesten im User Depot in der Jahresperformance, das ist Bayer mit einem Minus von 10,6% circa. Dann die zweitschlechteste Aktie ist AT&T mit einem Minus von 4% ungefähr. Und die drittschwächste Aktie hier im User Depot, das ist Fresenius mit einem Plus von fast 5%. So, dann jetzt zum Gesamtmarktvergleich, also wie hat denn das Depot abgeschnitten im Vergleich zum S&P 500 und im Vergleich zum DAX. Und das Loser Depot hat 12 Monate nach dem Start besser abgeschnitten als der S&P 500 und auch besser als der DAX. Und hier unten im Kästchen seht ihr auch die genauen Performance-Zahlen. So, dann weiter mit dem nächsten Depot, mit dem Winner Depot. Und hier seht ihr nochmal alle Aktien im Überblick. Und dann auch hier zur Performance. Und das Winner Depot hat in den 12 Monaten nach dem Start ebenfalls ein Plus gemacht von 38,6% fast. Und welche Aktien waren denn hier am besten und am schlechtesten? Erstmal die Top-Aktien, würde ich sagen, am besten. Das war die Tesla-Aktie mit einem Plus von fast 132%. Dann kommt ASML mit einem Plus von ca. 113%. Und die drittbeste Aktie ist hier Square mit einem Plus von fast 92%. Dann die drei schlechtesten Aktien. Am schwächsten war Barrick Gold mit einem Minus von fast 25%. Dann kommt Alibaba mit einem Minus von 22,5% ungefähr. Und die drittschwächste Aktie ist Tencent mit einem Minus von 10,5% circa. Und dann machen wir auch hier einen Vergleich mit dem DAX und den S&P 500. Und das Winner Depot hat 12 Monate nach dem Start unterm Strich besser abgeschnitten als der S&P 500 und auch besser als der DAX. Und auch hier seht ihr die genauen Zahlen hier unten im Kästchen. Und weiter mit dem Dividendenkracher Depot und hier nochmal alle Aktien im Überblick und dann auch hier zur Kursperformance für die 12 Monate. Und das Dividendenkracher Depot hat unterm Strich hier ein Plus gemacht von 28,5% fast. Und natürlich muss man hier bedenken, dass hier diese Performance ohne die Dividenden ist. Also mit Dividenden kommen dann hier noch ein paar Prozentpunkte drauf. Das sollte man berücksichtigen. Vor allem natürlich ist es ausschlaggebend beim Dividendengrad-Depot, weil hier natürlich die Dividenden höher sind als bei den anderen Depots. So, dann schauen wir uns auch hier die Top-Flop-Aktien an und erstmal die besten Aktien, die drei besten, am besten hat abgeschnitten im Dividendengrad-Depot. Simon Property Group mit einem Plus von ca. 98%. Dann kommt Gazprom relativ weit abgeschlagen mit einem Plus von fast 60%. Und die drittbeste Aktie, das ist hier Stork Capital mit einem Plus von ca. 53%.
Dann die Flop-3-Aktien, schlechtesten ist hier AT&T mit minus 4%, dann GlaxoSmithKline mit minus 2% circa und die drittschwächste Aktie hier im Dividendenkracher-Depot, das ist LDC Properties mit einem Plus von circa 1,2%. Dann machen wir auch hier einen Vergleich und das Dividendenkracher-Depot hat in den 12 Monaten schlechter abgeschnitten als der S&P 500, allerdings besser als der DAX. Dann weiter mit dem nächsten Depot zum Mega-Hype Depot und auch hier nochmal die alle Aktien, die hier drin sind, seht ihr hier und dann die Performance des Mega-Hype Depots. Und das Mega-Hype Depot hat in den 12 Monaten ein deutliches Plus gemacht von ca. 107%, also mehr als verdoppelt in den 12 Monaten. Und die drei besten Aktien schauen wir uns jetzt an. Und am besten war die BioNTech-Aktie mit einem Plus von fast 295%. Und dann kommt NIO mit einem Plus von 272% circa. Und die drittbeste Aktie hier, Mega-Hype Depot, das ist Plug Power mit einem Plus von ca. 261%. Und die drei schlechtesten Aktien, am schlechtesten war die Nikola-Aktie mit einem Minus von fast 60%. Dann kommt PowerCell Speed mit einem Minus von fast 22%. Und an dritter Stelle hier bei den Flop-Aktien die Neelasa-Aktie mit einem Minus von fast 5%. So, dann schauen wir uns auch hier den Vergleich an mit den beiden Indizes und das Mega-Hype Depot war deutlich besser als sowohl der DAX und auch besser als der S&P 500. So, das war's dann mit den ersten vier Depots für mein Jahresupdate und im nächsten Video gibt es dann die anderen drei Depots, also die Jahreszahlen für die drei unteren Depots hier. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.